Hallo liebe Leute, und zwar sind wir hier in Artefine. Da haben wir hier euch erstmal den Geschmack zeigen wollen, den ihr bekommt, wenn ihr die ganzen Ruf-NPCs frei bekommt. Also sprich die Beziehungsleute. Gibt es fünf. Vier habt ihr auf jeden, also Sascha, Bastian, Söldner und Zaira und Orne habt ihr als allererstes frei. Neria, da braucht ihr halt einfach leider die Quest dazu. Quest heißt Die kalte Stadt in mir, da habe ich auch ein Video drin, das verlinke ich euch dann noch dazu. Auf jeden Fall, die ist ein bisschen tricky, da müsst ihr erstmal die Kampagne durchspielen, Rufe sammeln, damit ihr die auch haben könnt, ne? Fangen wir erstmal an von der Priorität, welche am wichtigsten sind zu leveln. Schnelligkeit ist egal, aber die Wichtigkeit wäre auf jeden Fall Sascha. Sascha hat die geilsten Items, die man haben kann. Sie hat einmal das Riesenherz, sie hat die Karte für sich selbst, sie hat hier nochmal die ultimativen Platinenmünzen und ist somit Platz 1 von unserer Rufliste. Der zweite wäre Bastian, der hat hier für die Flagge was von unserem Schiff, der hat selbst die Karte für sich auch und wäre Position 2. Danach hätten wir Neria, die ihr freispielen müsst, allein bei wegen ihrer Karte, Neria aus Stern. Dann könnt ihr euch entweder die Söldnerin zuwenden, weil die auch wieder gute Sache hat, wie den Vitaltrank, und zum Schluss halt den einfachsten. Das ist der Orne, der hat für sich dann, dass ihr den mit den beiden Segel benutzen könnt, und die zivile Karte. Also Priorität sind die hier oben, dann zweite Priorität hier und dann dritte. Zeigen wir uns erstmal, wo die sind. Also, das ist Bastia, der befindet sich im Sternsursprung, ganz hier oben. Da gehen wir gerade mal rein. Zeige ich euch gerade, wo sie sind. Immer wieder gucken, dass ihr den Ruf machen könnt und dass ihr dann halt auch hier die freispielen könnt. Also immer wieder Ruf erhöhen mit Gesänge und allem drum und dran und mit Spiele. Also die sind beide hier in dem Bereich. Dann haben wir hier unten dann die Söldnerin Zaira. Da gehen wir einfach darüber. Hier unten im Zugang zum Hast Keller. Du etwas herausgefunden? Okay. Hier finden sie sich. Das ist die dritte, das ist die Söldnerin. Also sprich die hier. Da. Ne, die haben wir schon freundschaftlich. Einfach anreden, gucken, was ihr braucht. Geschenke geben, die ihr mit mir gefunden habt. Wie gesagt, wir haben ja auch Guides drin, wo ihr mehr Geschenke finden könnt, um die gut zu farmen. Und ansonsten halt einfach Instrumente spielen. Die will zum Beispiel nur ein Lied haben. Je nachdem, wie stark die sind, von der Zugehörigkeit, Freundschaftlichkeit, sind die halt natürlich mit mehreren Geschenken oder mit Instrumenten zu begeistern. So, dann gehen wir zu Neria, die ist hier drüben. Wie gesagt, die müsst ihr erst freispielen. Nachdem ihr die Kampagne habt, bekommt ihr sie erst frei. Und ich glaube sogar, dass ihr den Abenteuervarianten den Abenteuervarianten auf diese Quest Einladung zum Mono-Gilde. Ich glaube, ab der, wenn ihr das habt, dann könnt ihr auf jeden Fall die Quest bringen, dass ihr damit ihr reden könnt. Hier reingehen. Die ist jetzt dann hier oben. Ach, vor Stern war Totridge die Hauptstadt? Hier ist Neria. So, das sind die vier, die hier sind. Und jetzt müssen wir nach Totridge. Da befindet sich dann nämlich der Orne. Da portet ihr euch einfach hier rüber. Ihr braucht die NPCs für euren Abenteuerfreunden. Im ehemaligen Eckonrefugium soll ein Trödel. Stammschatzmeisterin Sascha. Ich werde ihn für immer. So einfach hier hoch. Denk dran. Nein. Und ganz hier hinten ist der Nummer 5. Der Orne. Also den haben wir jetzt fertig. Der geht nicht mehr höher. Okay, der ist fertig. Somit habe ich euch alle 5 gezeigt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, die Quest für Neria tue ich euch hier mit dem Video verlinken. Ich bedanke mich. Ciao, Leute.